Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier aus Bialskubjava. Habe ich es richtig ausgesprochen? Bialskubjava. Bialskubjava? Also, oder so. Starten heute unseren, ich weiß es nicht mehr, wievielten Tag hier unterwegs. Ich glaube, der 10. Radeltag wird das heute sein. Und freuen uns schon total, was wir gleich zu sehen bekommen. Wir fahren gleich nochmal durch die Stadt hier. Da haben wir gestern Abend schon ein bisschen Sightseeing gemacht. Blende ich auch gleich ein paar Aufnahmen ein. Peter hatte die Kamera dabei. Es ist wunderbar, hat mir früher nie was gesagt, dieser Ort, ne? Wusste ich gar nicht, dass es den gibt. Krakau kennt man ja schon so, also vom Namen her wenigstens, oder Warschau, Breslau oder solche Sachen. Aber Bjalsko-Bjava war mir völlig unbekannt. Und bei Peters Kumpel sind wir untergekommen, beim Vitek und bei Agatha. Und war wirklich wunderschön. Da ist sogar mir der Abschied schwer gefallen. Ist dir wahrscheinlich jetzt noch viel mehr, ne? Ja. Sie sind so herzlich aufgenommen worden da. Ja, so ein Tag ist ja nichts, ne? Du kommst einen Tag dahin, ne? Und Ja, dann ja. kommst an, grüßt dich, quatsch ein bisschen und das ist schon wieder vorbei, ne? Ja, also wunderbar, also nochmal vielen, vielen Dank hier. Dzień dobry, nee, dobry heißt das ja gar nicht. Dziękuję an Witek und Agatha. Und wir radeln jetzt einmal runter in die Stadt, wir fahren da ein bisschen durch, schauen uns ein paar Besonderheiten an und freuen uns dann auf einen schönen Radeltag Richtung Krakau. Also, los geht's. Jetzt haben wir euch gerade ein paar Eindrücke gezeigt hier von gestern Abend, als wir in der Stadt unterwegs waren. Und was wir da auch gezeigt bekommen haben, war ich ganz begeistert, weil das kannte ich ja sogar als Zeichentrickserie aus meinen Kindertagen. Lollek und Bolleck. Und die kommen hier aus Bialskubjava. Und denen ist auch hier ein Denkmal gesetzt worden. Ne? Und darum das Motto heute hier, Lollek und Bolleck auf großer Fahrt. Und ich finde, das passt auch eigentlich ganz gut, wenn man die beiden ansieht. Ne? Stehen wir beiden eigentlich doch richtig, oder Peter? Was sagst du dazu? Ja, so dumm bist du aber nicht. So bin ich gar nicht. Nee. Aber wenn ich so stehe vielleicht. Nee, man soll immer so in die Kamera stehen. Bisschen schräg ja, und ein so. Bisschen schräg. So. So Am mal Bauch stehen. einziehen. Nee, braucht man dann gar nicht. So soll man nicht stehen, ist immer komisch. So schon gar nicht. So. So bin ich Lollek. Bolleck. Und so bin ich Bolleck. Weiter geht's. Nach Krakau. Ja. Meine Lieben, nach 13 Kilometern Strecke haben wir jetzt hier wieder einen Supermarkt gefunden. Und da gibt es wieder ganz klassisch, morgens immer, ja, unser Müllermilch. Ne? Muss ein bisschen Power, ein bisschen Energie für den Tag haben. Ne? Swobo ist schon reingegangen, ich passe wieder auf die Räder auf. Dann wechseln wir uns ab, dann passt Swobo auf und ich gehe rein. War gestern der Tag, der war echt mega schön. Der Abend, wir waren in der Altstadt gewesen, die Bilder habt ihr gesehen. Und klar, ist natürlich auch ganz schwer immer. Ja, wir haben uns echt jahrelang nicht gesehen und da ist ja so ein Abend nichts. Ne? Nächsten Tag muss ich wieder los. Aber ich habe schon gesagt, also ich würde auf jeden Fall hier wiederkommen. Vielleicht auch mit meiner Familie, dann mit meiner Frau und meiner Tochter. Mal gucken. Oder Töchtern. Weiß ja nicht, wer alles mit möchte. Und auf jeden Fall, ja, ein Abend ist zu kurz, ne? Um irgendwelche 15 Jahre nachzuholen. Ne? Da muss er, und auch die Gegend hier, da ist so viel Sehenswertes. Also, da kannst du eine Woche locker mit fühlen. Fühlen, ja. Fühlen kannst du auch, aber füllen. Ja. Jetzt aber gleich rein da. Wir haben echt mega heiß. Ne? Ich glaube, schon 24, 25 Grad hier in der Sonne. Bestimmt, ey. Also. Ah, geht doch nichts über Müllermilch. Und du stellst das Fahrrad dahin, dann kannst du auch nicht mehr stolpern. Peter hat sich gerade hier fast auf den Pinsel gelegt. Ist voll über den. Das Geländer hätte ich mich noch zur Hilfe dazu schmeißen müssen, dass du weich fällst. Ja, ist total unaufmerksam geworden. Ja, was kommt denn jetzt für einer? Lecker, ne? Ja. Was Kaltes. Am frühen Morgen, ey. Das ist ja ein Luxus hier, Peter, in Polen an den Supermärkten, dass es sogar E-Bike-Ladestationen gibt. Gut, man muss ja erstmal finden natürlich und du hast ja 10 Meter Verlängerungskabel dabei und ein bisschen Räuberleiter. Das ist jetzt auch schon wieder so ein Spot, ne?
Ja. Tippitoppi. Polen denkt noch an alles. Interessante Konstruktion. Du hast deine Getränkehalter ja gar nicht beladen heute. Nee, noch nicht. Meine Lieben, ich glaube hier bei Kilometer 22 mittlerweile, hier war auch schwer was los die Tage. Also das sieht auch nicht mehr gesund aus. Den hat sie auch ganz gut zerlegt, das ganze Ding. Der Schild auf dem Boden. Nach einer guten Stunde Fahrzeit ist noch richtig was geschafft, ne? Gut 20 Kilometer. War jetzt ja auch nicht richtig Radweg an der Straße, haben wir ein bisschen Rabotti gemacht, sagt man das so, ja, ne? Bisschen Gas gegeben. Und sind jetzt hier wieder angekommen bei einem alten Bekannten sozusagen aus Tschechien, nämlich dem Eurovelo 4, den Central Europe Trail Part Poland. So heißt es genau richtig, ne? Als Zentraleuropa-Radweg hier der Teil Polen. Und den fahren wir jetzt auch auf großen Teilen bis nach Krakau, sind das so um die 100 Kilometer. Und es ist wirklich herrliches Bike-Wetter. Jetzt stehen wir Schatten mal gerne, ein bisschen erholen hier. Und bin mal gespannt, was wir jetzt zu sehen bekommen, weil hier links und rechts laut Karte gleich so ein paar Seen sind. Und dann schauen wir mal, ne? Was ist da vor die Kameralinse kommt. Also, weiter geht's. Und im Hintergrund sieht man diese Brücke, das ist eine Autobahn, die sich im Bau befindet. Und die hat man bei der allgemeinen Streckenplanung, also vor einem halben Jahr schon, haben wir das Ganze ja grob geplant, schon ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, weil es durch die Baustelle der Radweg hier durchschnitten ist und ich so auf der Karte halt keine Umfahrung gefunden habe irgendwie. Weil auch eine Bahnstrecke noch langläuft und frag mich was. Aber ich denke mal, so wie das hier ist, wird das dementsprechend auch für Radfahrer ausgeschildert sein. Haben wir völlig vergebens umsonst einen Kopf gemacht. Aber wir schauen gleich mal. Ja, hier geht schon mal problemlos weiter. Aber das eigentliche herausfordernde Stück kommt gleich noch. Ja, ich glaube, in diesem Moment denkt Piotrek sich, wieso habe ich den Zorro die Strecke planen lassen hier in Polen, ne? Dead End, wie man so schön sagt, hier Sackgasse. Aber mit dem Fahrrad kommen wir hier vorbei, weil von der Routenplanung her müssen wir einmal hier rum und dann wieder nochmal da durch. Tja, diese blöde Autobahnbaustelle. Abenteuer, genau. Ja. Beplant. Soll ja nicht langweilig werden, ne? Ja, beplant ist planlos. Ja, aber ich habe mir echt Kopf gemacht, vor Monaten schon, wie man hier durchkommen kann und dann ist mir das hier so, ne? Das geht schon. Leute, nichts planen, einfach drauf losfahren. Okay. Hier mal polnischer Bahnhof und als Radfahrer hast du da glaube ich auch ein Problem, weil da gibt es da keinen Lift oder sowas und ich habe auch keine Rinne gesehen, wo man das Fahrrad dann hochschieben kann. Also muss man wieder sich eine Bahnunterführung suchen und auf die andere Seite. Oh, man kann über die Gleise, habe ich jetzt nicht gesehen. Wer immer drauf achten. Glaube nicht. Aber sollten die dann über die Gleise laufen lassen. Ja, und den Radweg haben wir auch gesucht und gefunden. Ja, hier dürfen wir jetzt weiterfahren und wir dürfen sogar hier durchfahren. Da stand ein Schild, Durchfahrt verboten. Dieses Schild gilt nicht für Fahrräder. Das habe ich auf Polnisch jetzt schon verstanden. Niet drosci oder so. Gilt nicht für Fahrräder. Wir dürfen. Sehr schön. Ja, meine Lieben, die Konstruktion von Swobo, ne? Was denn? Die Flasche verloren unterwegs mit seiner super Konstruktion hier. Hat sie schon was gelöst? Die sieht ein bisschen komisch aus. Ist auch falsch rum, ne? Muss ich so nach unten? Die zeigt wohl in die falsche Richtung. Kabelbinder würde ich sagen, ne? Hast du noch mal Kabelbinder über? Schraube locker, warte. Ja, kommt davon, ne? Ja, kannst du jetzt ja dann schreiben, wo eine Schraube locker. Ja. Bei meiner Konstruktion hier seht ihr ja. Ja, ja. Ey. Da fällt nichts raus.
Das Bombenfest, die Dose ist schon seit 3 Tagen da drin. Schleppe ich durch die Gegend. Wollte ich immer schon entsorgen. Ja, ich weiß nicht. Ich vergesse sie immer wieder. Braucht einen Kabelbinder. Jetzt im Shalona, wo wir. Tja. Hast du deine Mutter bei? Meine Mutter? Meine Mutter ist zu Hause. Aber du brauchst da keine Mutter für. Das ist ein Gewinde. Ach so. Das gewinnt aber gerade nichts. Ja. Hast du nichts bei gewonnen? Mit dem Gewinde. So. Bau doch so Crocs drauf. Das hält dann. Jetzt lass mich doch mal konzentrieren hier. Seit wann kannst du das denn? Das sind ja ganz neue Töne. So. So hört sich der Feierabend an. Duck. Mal gucken, wie lange das jetzt wieder hält. Und zu mir hat der letzte Mal nur gesagt, wo die Kamera weggefallen ist, ne? Das kann sie nicht so einfach lösen durchs Gerappel. Du hast ja dann gedreht. Jetzt siehst du das mal, dass die Schrauben auch lösen können durchs Gerappel. Bei dir war es aber der Euro Velo 12, ne? Bei mir war es der Euro Velo 4. So, und immer Schadensaufnahme hier. Kann man noch Kaffee draus trinken? Ist da was drin? Nee, ist auch leer, aber. Ja. Ja, mach was mit. Ja. Das ist auch schon ein paar Jahrzehnte hinter sich, oder? Ist das nur aus dem Krieg? Ja, meine Kinder haben mir was zu Weihnachten geschenkt. Ja. Ja, das ist mir wertvoll. Ja, ist doch auch vernünftig. Erinnerungen dran. Ja, glaube ich auch. Gefühle. Ja. Ja, dann wollen wir die Gefühle nicht verletzen. Nein, weiter geht's. Ja. Boah, wir mal schnell weiterfahren. Mal gucken, wie lange die Konstruktion dann weiterhält. Das sieht auch nach irgendwas Altem Offiziellen aus. Ne? Das ist ja ein polnischer Adler dran. Man weiß es nicht. Aber es ist total spannend, jetzt gerade mit dem Fahrrad hier durch die kleineren Straßen auch zu fahren. Und die Baustile ist ja total verschieden hier. Ne? Da hast du hochmodern, nagelneue Sachen. Und da hier denkst du schon, bist du in Südeuropa gelandet. Also sowas wie bei uns in der Gegend, wo ich gebaut habe, gibt es einen Bebauungsplan. Und da war zum Beispiel nur rote oder schwarze Dachpfannen genehmigt und nur Satteldächer, also keine Walmdächer und was nicht alles. Alles vorgeschrieben hier in Deutschland. Und hier ist richtig schön Abwechslung drin. Ne? Ich finde das klasse. Man könnte ja meinen, hier so eine Mückenaufzugstation. An so Gewässern gibt es ja eigentlich immer Stechviecherei ohne Ende. Aber gar nichts hier in Polen. Hatte der Peter mir im Vorfeld auch versprochen, dass es in Polen keine Mücken gibt. Dass ich mir keine Sorgen machen muss, weil ich so gern gestochen werde. Und in der Slowakei sind wir beide schon ordentlich gestochen worden. Und von daher hat er recht gehabt. Man auch so ein paar Baustile vereint, würde ich mal sagen. Bin ja nicht so hier der Experte, aber sieht modern aus. Die Kapelle hier dagegen eher wieder klassisch. Da haben wir das nächste Autobahnbaustellenproblem. Wir müssen geradeaus weiter. Da schiebe ich jetzt nicht hoch, Peter. Aber wir können hier, ich habe schon was gesehen auf der Karte. Wir finden was. Wir finden mal was. Jo. Ja, damit wir nicht umdrehen müssen, haben wir jetzt kurz halt entschlossen, wir fahren einfach auf der Autobahn. Fährt ja noch kein Auto. Und ich wollte schon immer auf einer zweispurigen Autobahn mit einem Fahrrad fahren. Und dieser Traum ist heute in Erfüllung gegangen. Ist zwar nur eine Baustelle, aber Autobahn. Ah, das gefällt mir ja hier, Peter, wie unkompliziert das dann noch ist. Mit dem Fahrrad darf man dann hier durchfahren.
Ja. Also stand zumindest nicht, das verboten ist, sagen wir mal so. Hat es auch keinen gestört, die bauen ja. Und wir haben auch andere Fahrradfahrer hier gesehen. Im Auto abwarten, dass wir dann gleich wieder hier auf den richtigen Weg kommen. Ja, Freunde, wir machen natürlich eine lustige Fahrradurlaubstour, haben unseren Spaß und sehen tolle Sachen. Aber nichtsdestotrotz führt uns der Weg auch entlang an einem Stück deutscher Geschichte, was einfach ja dazugehört, ne? Und wenn man hier vorbeifährt, dann gehört es eigentlich auch dazu, eine Besichtigung zu machen. Wir sind jetzt hier in Auschwitz-Birkenau und haben gestern Abend noch mit Vitek und Agatha kurz drüber gesprochen und die meinten, wir müssen mindestens 4 Stunden einplanen, dass man sich das hier vernünftig angucken kann, auf sich wirken lassen kann. Und können wir jetzt mit den Rädern heute nicht machen, aber wir haben gesagt, wir kommen sowieso mal wieder. Ja. Und machen das dann mal wirklich in Ruhe und jetzt nicht nur hier so im Vorbeifahren. Da soll jetzt ja auch kein Sightseeing sein. Darum habe ich die letzten Bilder auch in schwarz-weiß gemacht und fahren wir mal weiter, würde ich sagen. Ne? Auf uns wirkt das schon genug. Ist schon echt bedrückend, wenn man so im Ort ist. Ne? Wenn man sich überlegt, hier, wie viele Menschen über die Schienen hier in Tod gefahren sind. Ja. Ja, wir sind jetzt ein paar Kilometer weitergefahren. Das gehört auch noch zur traurigen Geschichte. Hier wurde den Gefangenen das Gepäck abgenommen. Es ist auch noch ein Museum, wo das ausgestellt ist. Und ja, so weiter. Eins ist ganz klar, diese Geschichte darf sich nicht wiederholen. Ne? Das ist auch ganz klar. Also sollten wir zusehen, dass wir alle miteinander respektvoll umgehen und andere Leute so behandeln, wie wir auch selbst behandelt werden wollen. Ne? Ganz klar. Ich lebe ganz klar nach meinem Karma-Kodex. Bin ich immer gut mit gefahren. Soll ich auch weiter so beibehalten. Ich weiß zwar nicht, wo ihr Swobo wieder hin will, aber irgendwo kommen wir an. Alles falsch. So was gibt's gar nicht mit Eurovigo 4. Doch, pass mal auf. Ich fahr jetzt mit über die Wiese. Ich fahr jetzt genauso, wie das soll. Ja. Das hier ist jetzt der richtige Weg. Na, jetzt sind wir hier. Das ist der Weg. Wo es ja völliger Quatsch ist. Wir sind doch gerade oben schön gefahren. Warum lassen die jetzt nicht oben weiterfahren? Warum lassen sie sich oben weiterfahren bis da? Wieso kommt man auf die Idee, Herr Komoot in Potsdam, wieso kommst du auf die Idee, das hier einzuzeichnen? Ne, im Oktober sind wir bei Komoot, ne? Ja. Wir kriegen die alle serviert hier. Nehmen wir die Bilder hier mit? Ja. Dann vielleicht hochrappeln. Vielleicht sollten die Jungs mal mit uns eine Tour fahren. Ja. So. Komoot. Ja, Leute von Komoot, wenn ihr Bock habt, fahrt mal mit uns eine Tour und dann werdet ihr mal sehen. Auf jeden Fall fahrt ihr jetzt mit uns. Und dann könnt ihr mal sehen, was ihr da fabriziert. Muss man sich so hier hochquälen. Mit vollem Gepäck und alles. Wie kann sowas sein? Ja, wink mal. Ich bin der Präsident.
Ja, nach 50 Kilometern haben wir jetzt hier diese Pausestation gefunden, beziehungsweise ich hatte sie sogar eingeplant, die war auf Komoot verzeichnet. Und sieht auch richtig einladend aus. Wenn man das mal vergleicht zu einer Übernachtung in der Bushaltestelle, ja, ist das hier doch schon Luxus pur, oder? Ja, Premium. Premium, ne? Hätte man sich jetzt hier die Isomatte hinschmeißen können, hätte noch schön am Tisch sitzen können, sich vielleicht kochen können. Ja, empfehlenswert. Und auch hier wieder, wie gestern schon, als wir nach Polen reingefahren sind, keine Reparaturstation. Steckdose habe ich allerdings nicht gesehen, war bei Komoot auch nicht verzeichnet. Da sind wir mal gespannt, was uns die Tage noch hier erwartet. Wir haben ja noch eine Woche Radfahren in Polen. Das ist ja mal eine Aussicht hier aus der Pausenhütte, ne? Da oben auf das Storchennest. Heute vor einer Woche sind wir auf dem Rheinradweg geradelt. Da kam eine Ecke, da mussten wir 90 Grad rechts abbiegen, dann ging es richtig rauf. Aber es gab natürlich keinen Warnhinweis. Ne? Also hat man sich erschrocken und musste schnell runterschalten in der Steigung. Alles doof. Das ist schon mehrfach jetzt hier gesehen in Polen, dass du auch nur bei so Gefälle oder Steigungen, auch wenn es so ganz kurz ist, so wie hier, die Prozent angezeigt bekommst, dass du wenigstens Bescheid weißt. Das ist natürlich gut. Jetzt fahren wir hier gleich weiter. Krakau, 60 Kilometer. Guck mal, hier kannst du auch schön angeln, ein bisschen Camping machen. Das sieht doch nach einer gemütlichen Wochenendveranstaltung hier aus. Und ich finde immer, wenn man auch so Bahndämmen fährt oder wie hier jetzt hier auf so einem Überflutungsdeich, dann wirkt das unten immer so ein bisschen wie Modelleisenbahn. Man guckt so runter, kann in die Gärten reingucken. Immer irgendwie ein bisschen spannend, was man da zu sehen kriegt. Geht im Ruhrgebiet auch ganz gut, wenn man an Bahntrassen radelt. Wenn man allerdings jetzt Kilometer um Kilometer hier auf so einem Deich fährt, ist auch irgendwann mal, ja, was heißt öde, aber ist auch immer mal öde. Von daher schauen wir gleich mal, dass wir mal so eine Siedlung, Ort ansteuern, wo ein Restaurant oder zumindest ein Lebensmittelmarkt ist. Das sieht ja schon gar nicht so schlecht aus in der Ferne. Ich sehe rote Dächer aus den Bäumen herausragen. Schauen wir uns mal an. Wir haben per Google Maps jetzt hier einen Hinweis auf einen kleinen Laden gefunden, wo man auch Eis essen kann. Von daher schauen wir mal, was uns hier gleich erwartet. Ja, wir haben den kleinen Laden hier jetzt erreicht und der Piotrek hat mir eine Spezialität besorgt und zwar was typisch polnisches, Kasztanki. Richtig ausgesprochen? Kasztanki? Ja, Kasztanki, ne? So ziemlich süßes, so ein bisschen weiche, krümelige Füllung, irgendwas Keksiges da drinnen. Aber sehr lecker. Hast du das Kind immer bekommen? Ja, auch. Und die wurden, hast du gesagt, an der Kasse abgewogen, ne? Dann nimmt man einzeln, sagst du, wie viel du da haben willst. Genau. Musst du keine ganze Tüte kaufen. Und der Laden ist ja echt nicht groß. Was sagen wir? 30 Quadratmeter, was hat der? 30, 40. 40 Quadratmeter, mehr nicht. Da arbeiten drei Frauen drin, ne? In dem kleinen Laden. Und der hat ein Warensortiment wie ein normaler Aldi, von der Größe her. Das haben die alles in diese Regale reingepackt bekommen. Einen Wagen kannst du nicht durchschieben. Du kannst auch keinen überholen, der vor dir ist. Kannst also reingehen und bis zur Kasse durchlaufen. Hatte was, ne? Ja. Hatte was. Die kriegen da echt alles unter in dem kleinen Laden und haben da auch wirklich drei Personen beschäftigt. Wunderbar. Ja, dann genieße ich jetzt mal hier Kasztanki. Ja, der Piotr hat nochmal jemanden interviewt jetzt gerade, der Paket abgeholt aus der Packstation hier. Was hast du jetzt in Erfahrung gebracht? Ja, in den Bergen, wo wir durch die Berge gefahren sind, ja, ne? Da ist das so, wo du die gezeigt hast, die Briefkästen, ne? Da ist das so, dass der Postbote nicht dahin kommt, aber das. Wir jetzt nicht mehr nehmen jetzt, wir schauen, aber sie wieder mit Schottowali, aus wie Slowakei, Tscheche,
teraz do Polski. Ile dni jest? 10. O ja. Teraz do Gliwic jedziemy, do Wrakow pierw, do Gliwic potem i potem do Berlina na dół. O ja, cały czas rowerami. Tak. No to podziwiam. Super. Und da innen, also wir in den Wäldern waren, ne? Das ist so, dass da der Postbote nicht hinfährt, die holen sich diese, aus den Kästen raus. Kästen raus, ja. Aber das steht so langsam auch aus. Also, dass die Zustellung zu Hause wird. Genau, auch. Hier auf jeden Fall zu Hause, hier kommt die ganze Zeit nach Hause. Ah, okay, ja, ja. Und das ist jetzt nur so wie bei uns die Packstation. Du kannst nach Hause liefern lassen oder halt in die Packstation. Alles klar. Ja. Ja, wissen wir Bescheid, ne? Da hinten fährt das Wobo. So weit weg ist er schon. Hallöchen. Winke, winke. Wir haben gesagt, wir fahren hier so ein U. Das macht hier so ein, dieser Radweg. Macht hier so ein komisches U. Da haben wir die Idee gearbeitet, was kommt, eine fährt vor und dann filmen wir uns so ein bisschen gegenseitig. Deswegen ist jetzt eine vorgefahren. Also, ran da jetzt, Aufholjagd. Guck mal, ist total gemein hier. Da vorne sind wir gerade angekommen und mussten hier komplett das U durchradeln. Den Peter gerade auf der anderen Seite gesehen, um jetzt wieder anzukommen. Ne? Ja. Ein ganz schönes Stück, glaube 3 Kilometer Umweg waren das. Ne? Unfassbar. Aber jetzt wird es wieder ein bisschen abwechslungsreicher hier, die Gegend. Nicht nur einfach links und rechts runter gucken. Ich glaube, da kommt so ein alter Freizeitpark da hinten, ne? Ja, wir haben gesehen, Riesenrad und so, Achterbahn. Aber ich glaube, dass der alt ist, weil die Achterbahn ist einfach keine. Ne? Und es sind Ferien, seit einer Woche sind Schulferien in Polen. Ja. Die haben 2 Monate lang Ferien, hier Sommerferien. Das stimmt. Und wenn da trotzdem nichts los ist, dann ist der geschlossen. Das kann ja sonst nicht normal sein. Ne? Ja, um diese Uhrzeit, 14 Uhr. Auf den Samstag? Ja. Jetzt bei knapp Kilometer 71 das Ganze. Und insgesamt sind das dann jetzt 871 Kilometer. Von Weitem dachte ich, das ist irgendwie eine Brücke im Bau befindlich. Und wenn ich mir das jetzt angucke, sieht das fast aus wie Brücke als Provisorium, oder? Nach dem Motto, wir bauen daneben jetzt eine neue. Das sieht halt aus. Und so lange haben wir das Ding hier hingestellt. Aber schon ein ordentliches Provisorium. Tja, mit dem Schatten halten wir mal an. Peter hat ein kleines technisches Problem. Wir hatten heute ja noch gar keins. Und zwar vorne von der 360-Grad-Kamera, die Gummis für die Halterung an seiner Befestigungsstange da, sind zu dünn. Er kriegt das nicht spack festgedreht. Ist auch nicht und oben, darum, ja. Darum packe ich als Aushilfspole jetzt mal meinen Baukasten aus. Das machen wir im Heil, ne? Ja. Das ist schon hier, das da. Das da. Isoband. Isoband geht immer und macht den Lenker ein bisschen dicker, da wo es sein soll. Habe ich ja in meinem Einpackvideo vorgestellt, hier meine Werkzeugdose und da ist auch das Isoband drinne. Machst du immer so Spack? So. Jetzt schimpf auch noch. So. Aber ich der Kabel bin da drunter. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ich sage nur Europaradweg. Da freut man sich ja schon richtig, wieder mal ein bisschen Beton zu sehen nach all den Kilometern. Ich glaube 30, 40 Kilometer sind wir jetzt hier. 40 nicht, 30 Kilometer auf dem Deich geradelt.
läuft bei uns. Das Ganze natürlich hier mit reiner Muskelkraft. Motor aus. Energie sparen. Guck mal, hier wäre jetzt eine Fähre, aber da wollen wir gar nicht rüber. Wir fahren jetzt hier links weiter. Oder ist auf der anderen Seite eine Gaststätte? Das würde natürlich die Motivation verändern. Sieht aber nicht so aus. Ne? Auf jeden Fall. Biotrek. Du lass mal kurz mal was essen, ne? Ja. Ja. Komm, wir fahren mal in den Schatten und schmeißen mal Google Maps an. Das ist eine gute Idee. Wir fragen mal das Orakel. Hier sieht es gut aus. Hier sieht es cool aus. Kein Deich mehr, eine breite Straße, ein Schatten, Wasser. Sollte ich mal anhalten, ne? Leute, was plant der Kollege wieder hier? Was ist das hier? Ja, ne, Essen habe ich gefragt, aber ich habe nicht gefragt danach. Da muss man Google Maps jetzt hier. Ach, scheiße. Hier. Ja, scheiße. Das ist Google Maps. Ja. Wer sein Vater liebt, der schiebt. Tiefer Sand, meine Freunde, tiefer Sand. Das ist hier nicht befahrbar. Er liebt es besser. Ach, zum Glück nicht lang. Wenn man so ein 60 Kilo Esel hier schieben muss. Hast du Schiebehilfe an? Ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Siehst du doch, wie das geht? Ich brauche eine Schiebehilfe. Für 60 Kilo Berg hoch brauche ich keine Schiebehilfe. Das sieht doch mal richtig schön. Ha! Das ist toll. Weißt du was, mein Freund? Ich fahre jetzt zurück und fahre nach der Komoot-Strecke. Und vergiss deine scheiß Pizzeria. Meine Lieben, guck mal hier. Das zeige ich euch mal, aber. Da ist ein Fahrradschild da am Baum. Da hoch zeigt das. Aber da nutzt ja auch die Schiebehilfe nichts. Das ist ein Witz. Ja. So ein bisschen verzwickte Situation, in die ich uns hier reinmanövriert habe, auf der Suche nach der Pizzeria. Die haben wir auf der Karte gefunden. Und dann Google Maps gesagt, fahr mal hier rein. Und ich habe, die haben wir jetzt noch auf dem Ohr. Und Komoot hat gesagt, nee, fahr mal lieber Straße weiter. Ich habe mal auf Komoot hören sollen. Ich glaube, jetzt kriege ich Schimpfe. Aber meine Lieben, wir lassen uns die Laune hier nicht verderben. Ne? Schaut mal hier die Aussicht. Ne? Die Laune hier nicht verderben lassen. Das nützt ja nichts. Zum Glück hat der Stöcker ja das Hobo geplant. Ne? Er hat die Pizzeria gesagt, die Pizzeria nehmen wir jetzt. Mit Google. Ne? Ich bin auch froh, dass du das warst. Sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich hier im Fluss, oder halt. Ja, wenn man wieder ein bisschen einen Hügel hochfährt, kriegt man auch wieder so eine richtig schöne Aussicht runter. Haben wir schon fast vermisst. Hallo, freue mich. So, und hier links soll dann der Biergarten sein. Ist das offen, Peter? Ja, Tür ist auf. Gittertür ist auf. Müssen wir gucken, wie wir da hinkommen. Ja, Freunde, ihr seht schon hier Tauwetter für Dicke, sag ich immer. Wir schmelzen ganz gut dahin. Und wir haben auch einen weiten Teil der Technik jetzt mal Mittagspause gestattet. Also keine Funkmikrofone. Warum der Ton jetzt ein bisschen anders? Die brauchen mal Pause. Die Kamera braucht auch mal ein bisschen Pause. Wenn wir jetzt irgendwie, was im Schatten waren, Sonne, waren 42 Grad auf dem Navi angezeigt, Temperatursensor, Thermometer. Und gemeldet haben sie 32. Sogar das Handy lädt nicht mehr. Das Handy lädt nicht mehr. Und genau, das Handy ist auch zu heiß. Wir dürfen jetzt hier laden. Götterreck hat schon gefragt. So, Käse, Steckdosen. Tippitoppi. Hat er wieder recht. Wer fragt, kommt weiter. Und müssen wir Getränke rausholen oder kommt die Dame raus? Oder? Ich habe gesagt, wir kommen gleich rein, aber ich kann die Karte holen. Haben Sie eine Karte? Ja, genau. Wir können was essen hier. Mittagessen. Wir haben jetzt hier lecker gegessen. Ich glaube, 2 Stunden waren wir hier. Akku ist, ja, ich glaube, der ist sogar voll. Richtig voll geworden. Das heißt, ich kann mir jetzt auch ein bisschen Schub gönnen hier für die nächsten 45 Kilometer. Nicht mehr ganz mit Eco rumfahren. Hier in der Pizzeria. Ich blende mal eben noch ein Bild ein. Hups. Da ist er wieder. Bild ein.
Peter hatte eine lecker riesengroße Pizza. Weil wir gar nicht aufgestopft sind. Ne, und ich hatte hier Burger mit Fritten, eine kleine Portion. War auch gar nicht so teuer. Ich habe jetzt insgesamt bezahlt mit 2 Cola und 2 Saft und Pizza und Pommes gut 30 Euro. Ja. Kann mit leben. Von daher, alles gut, weiter geht's. Da, runterrollen Richtung Krakau. Also geht das auch, ne? Platten oder was? Auto mal so stehen lassen? Keine Lust mehr gehabt oder was? Keiner dabei. Ja, mal richtig Abwechslung jetzt hier. Wir queren die Weichsel jetzt hier. Ne, hier vorne ist er noch ganz breit. Und da ist er ganz schmal. Was ist los, Bobo? Materialermüdung. Was machst du alles kaputt hier? Ich hab jetzt nach dem Möhrensaft und Cola so viel Kraft, ich reiß das Fahrrad auseinander. Hör mal, ist unglaublich. Dann macht ihr alles kaputt. Alles macht der Kerl kaputt. Ich glaube, Bier ist besser für den. So ein Möhrensaft bekommt er nicht. Ne? Das ist Ruhegewalt. Das baue ich während der Fahrt wieder an. Unglaublich. Müssen wir da lang? Sehr gut. Das war so eilig, so der Fußball. Dafür halte ich nicht an. Ist so der Fußball? Gar nicht. Weiß ich auch nicht. Wir haben. In der Bundesliga-Pause. Weil es 29. heute, ne? Der Peter würde jetzt sagen: Hier ist der Schalona. Hier ist der Schalona. Ja, Movice. Du bist verrückt, sag ich dir. Oder? Aber Schalona ist für die Frau. Du bist Schalone. Du bist eine, die männliche Form. Ich bin keine Frau. Deswegen bist du Schalone. Ich bin eine Schalone? Ja. Wir müssen wir gar nicht lang. Sag ja, mal. Sag ich dir doch. Müssen wir da lang. Hab ich nicht vorhin gefragt, müssen wir da lang? Ja, wir müssen da lang. Ich habe gesehen, dass die Radstrecke woanders lang geht. Kann mich doch nicht um alles kümmern. Deswegen habe ich gefragt. Deswegen habe ich gefragt, ne? Deswegen habe ich gefragt. Ich frage gar nicht umsonst. Aber vergebens. Ja? Ich habe die Schilder schon gesehen. Deswegen frage ich ja, müssen wir lang? Ja, wir müssen lang. Genau da müssen wir lang. Ja, läuft. Wo bleibt der jetzt schon wieder? Der wollte so während der Fahrt machen. Guck mal. Du wolltest das während der Fahrt machen. Jetzt stehen wir hier rum. Ja, es ist, der Schaden ist größer als vermutet. Soll ich dir ein neues Fahrrad hier besorgen? Ist nur 5 Minuten Angst. Hast ein neues. Ich habe da so meine Kontakte. Hast du jetzt alle Schrauben beisammen? Ja, ich habe keine Schraube mehr locker. Ja, ob das nicht ein Gerücht ist, weiß ich nicht. Na, warten wir mal ab. Wo geht's lang? Da bist du jetzt sicher, ja? Ja. Das hätte ich auch schon vorhin sagen können. Ich habe gesagt, ist falsch. Aber mir glaubt ja keiner. Weil von da kamen wir, da sind wir abgebogen, aber da sind die Schilder. Und die habe ich gesehen und habe höflich nachgefragt. Aber mir hört ja keiner zu. Mir hört keiner zu. Das ist ein bisschen eng. Ja, da war mal so ein richtig schönes hier. Ja, ein W sind wir gefahren hier. Ein komplettes W. Zicke-Zacke, Zicke-Zacke. Aber wir sind auf Kurs hier. Velo Metropolis. Meine Lieben, Kilometer 100.
auf den Kopf genau und ich muss euch sagen, das Hörnchen sitzt. Das kann ich viel sportlicher fahren. So. So. Ja, gönn dir. Schon klar. Wenn man zu zweit so eine Radreise unternimmt, muss man sich im Vorfeld natürlich unterhalten, wie macht man das mit Übernachtung, was mit Fahrrad immer mit und so weiter, haben wir ja gemacht. Und Peter hat mal vornherein gesagt, Übernachtung möglichst günstig. Also die Bushaltestelle war so genau dein Preisniveau, ja. 0 Euro, optimal. Optimal, ich sprich, bin cool, ich bin geizig. Sprich sparsam. Sprich, ist ja auch richtig, man muss ja Geld nicht ins Fenster schmeißen. Sprich, Campingplatz zum Beispiel wirkt ja immer als die günstige Variante. Und jetzt haben wir geguckt, vor Krakau Campingplatz, was das kosten würde. Ne? Das wären jetzt 40 Slotti pro Nase für Erwachsene, das sind 10 Euro. Und dann nochmal 35 Slotti für ein Zelt pro Nase, das sind nochmal knapp 10 Euro, sind wir bei 20. Und dann waren das 20 Slotti für Strom, sind 5 Euro. Sprich, wir wären bei 22 Euro, kommt ein Fahrrad von hinten. Und noch was pro Nase, sprich 45 Euro. Jetzt haben wir aber auch geguckt, was kostet denn eigentlich die Schlechtwetterlösung, wenn es regnen würde und man ein billiges Hotel findet, ist ja auch nicht verkehrt. Und das billige Hotel in Krakau kostet 42 Euro. Wenn du mal überlegst, im Hotel, wir haben ein eigenes Zimmer, ist ein Dreibettzimmer, weil wir zu zweit belegen, wir haben ein eigenes Badezimmer. Jawohl, Fernseher? Ja, wir haben Fernseher. Wir können Fußball gucken. Wir können Fußball gucken, können uns nett unterhalten, das können wir sonst auch. Ja. Und da haben wir gesagt, okay, Abenteuer hin oder her, Wetter gut oder schlecht, ist ja jetzt gut, egal. Wir haben das Hotelzimmer genommen für 45 Euro. Sind mal ganz gespannt. Das haben wir über Booking.com gebucht. Mache ich recht regelmäßig auch sonst, also nicht nur bei dieser Tour. Das heißt, ich habe auch schon so eine Rabattstufe, wo man dann die Zimmer auch billiger bekommt. Und es wurde bewertet als Räumlichkeiten mittelmäßig, Ausstattung katastrophal, Personal super. Wird auch schon da angerufen, die Fahrräder können wir da auch unterbringen, ist auch nicht das Problem. Und dann schauen wir mal, was für eine Bruchbude das ist für den Kurs. Mal, wenn die Bushaltestelle gewohnt sind, wie kann das Zimmer katastrophal sein? Ja. Das geht doch gar nicht mehr. Wir werden ja sehen, wenn es schimmelig ist oder so. Weil die Bushaltestelle war kein Schimmel, ne? Ich bin Schimmelpilzallergiker. Wir schauen mal, wir fahren jetzt dahin. Wir haben jetzt noch 32 Kilometer ins Hotel. Das ist auch cool hier, ne? Für Reiter. Du hast Gemüse hier am Schutzwall entlang. Und guck mal da. Wenn jemand bremst und da ist ein P- und ein WC-Schild, der gibt es aber zu trinken bestimmt. Vielleicht sogar was Kaltes. Wir haben bei der Hitze jetzt ja nur Limonade getrunken und vorhin diesen Möhrensaft mit Geschmack. Und war gerade kurz in der Versuchung, so ein Pivot, ne, so ein Bierchen, aber ey, das ist immer noch 30 Grad, das ist einfach nur dumm. Das zu machen, das machen wir gleich schön. Wenn wir angekommen sind, geduscht haben, wenn die Sonne ein bisschen untergegangen ist, dann gönnen wir uns unser verdientes Pivot. Da haben wir ja gerade unverhofft nochmal eine Erfrischung erhalten. Der Piotr hat mich eingeladen. Da saßen ja gerade die Kinder, die Mädels da am Straßenrand, haben selbstgemachte Limonade verkauft. Was hast du bezahlt jetzt hier? 4 Euro? Piotr, ja, die wollten 14 Worte wollen, ja, 16 habe ich ihnen gegeben. Ja. Und ich hatte lecker Orangenlimonade und Peter hat Zitronenlimonade. Und die haben sich gefreut, dass wir das gekauft haben. Ist doch wunderbar. Und wir haben ja ein bisschen mehr Flüssigkeit im Tank. Ja, Freunde, die Bushaltestellen hier im Großraum Krakau laden jedenfalls nicht zum Übernachten ein. Die haben uns ja erwartet, ne? Die wussten, da kommen zwei, die nutzen sowas schamlos aus. Hat man alle Dächer abgebaut und auch gerade Sitzgelegenheiten, gerade Liegeflächen gibt es hier auch nicht. Ob das wohl Absicht ist? Aber dafür haben sie die Häuschen offen gelassen. Ja, stimmt. Ja, ein bisschen kurz, aber wenn man sich rollt, ne? Wird es auch gehen. Die Kinderspiele heute, sehr schön. Ja, ich gönne mir den Sportmodus, ne? Denn wir haben ja voll getankt. Läuft bei uns. Wo fährt er schon wieder hin? Wo fährt denn der Kollege schon wieder hin? Ich verstehe das nicht. Wo der immer hinfährt. Der schafft es immer wieder aus 130 Kilometern nochmal 135.
das sieht nach Schatten aus hier. Nach Kilometer um Kilometer in der Sonne hier. Mittlerweile 18.20 Uhr. Und ich habe große Hoffnung, dass wir jetzt in den Schatten reinfahren. Jo. Oh, herrlich. Oh, oh, oh. Aber... der Streckenplaner hat mal wieder zugeschlagen. Ich muss mal eben die Kamera wegpacken. Junge Komoot. Aber die geht nicht anders. Ja, alles gut. Kommod hat geplant, ey. Schon klar. Kommod. Was für Kommod hier, ey. Guckt euch das mal hier an. Kannst du nicht fahren hier. Abfuhren links, Wurzeln rechts. Boah. Kommod hat geplant. Was machst du da? Schieben! Sieh das mal hier an! Was machst du da? 5 cm bis zum Abgrund! Oh. Junge, nass geschwitzt, ey! Ja, Freunde, das sind noch Aussichten jetzt hier, kurz vor Krakau. Und ganz hinten sieht man schon das Schloss. Oder die Burg, oder wie auch immer. Der Peter hat mir erzählt, dass da früher ein Drachen gewohnt hat. Und hat das als Klassenfahrt wohl mal, als Kind, besichtigt, da die Drachenhöhle. Ja, Freunde, es ist ganz schön verlockend hier und Piotrek sagt da schon hier, warte mal kurz. Der möchte jetzt nicht wieder eine Pause machen vorher, nein, das glaube ich nicht. Aber das riecht total lecker und zwar nach genau dem, was ich hier erwartet habe in Krakau. Das riecht nach Krakau. Oh, lecker. Das war der Grund, warum ich mich überhaupt entschlossen habe, mitzuradeln mit Piotrek. Dass wir nach Krakau fahren und ich da aus der Geburtsstadt der Krakauer eine echte Krakauer bekomme. So der Plan. Ja, Freunde, der Piotrek hat mich gerade mal aufgeklärt. Er war noch nie da oben in dem Schloss, weil das ist nämlich gar nicht Wabbel, die Burg. Der Drache wohnt nämlich da hinten in der Stadt. Da ist die Burg und da wohnt der Drache. Und da war er damals mit der Klassenfahrt. Aber in der Burg, im Schloss war er noch nie. Offensichtlich viel zu entdecken hier. Burgen, Schlösser, Klöster, alles vom Feinsten. Das ist bei herrlichstem Wetter. So, was müssen wir machen? Wir fahren einfach weiter, hier runter. Runter zur Weichsel. Ne, runter, links. Unter der Brücke. Ja, Freunde, Fremdenführer werde ich hier auch nicht mehr in Krakau. Denn das da ist auch nicht Wabbel, die Burg mit dem Drachen. Er war ja noch sehr klein. Ne? Er kann sich da nicht so genau daran erinnern, wie es ausgesehen hat. Aber er weiß, dass es direkt in der Stadt war. Aber direkt in der Stadt ist das hier noch nicht. Von daher gibt es hier mehrere solche Bauwerke. Schön.
Ja, Freunde, wir haben uns jetzt überlegt, ja, heute Abend ist jetzt gleich schon 7:15 im Hotel angekommen, sind frisch gemacht, haben wir bestimmt schon irgendwas gegen 9, dann Fußball zu gucken. Darum ist Piotr Reck jetzt noch ein bisschen shoppen gegangen hier in dem, sprechen wir das denn aus, Schapschka-Laden hier. Und besorgt erstmal was Geiles zu trinken. Ich habe mir Eistee gewünscht, ich habe schon gesagt, haben sie nicht. Ich kriege jetzt Cola oder sowas. Und jetzt noch mal ein bisschen was Hopfenhaltiges mitbringen. Guck mal, Peter war einkaufen hier. Und das ist der großer Vorteil von diesen Riesenpacktaschen, die ich dabei habe. Da schmeißt er die Cola noch mal eben so mit rein und die verschwindet sofort, gar kein Problem. Und die Dosen müssen wir einfach nur zerlegen, da kriegen wir noch mit rein. Ja. Da hast du noch Platz. Nee, ich habe keinen Platz mehr. Ja, dann. Das ist außen. Das kriegen wir hin. Dann werden die aber warm. Ja, kriegen wir hin. Wir beeilen uns. Okay, wasserdicht zu kriegen wir die Taschen jetzt so nicht mehr. 1,9 Kilometer sind es noch. Und 2 Bierdosen sterben gleich den Hitzetod. Die müssen als erstes dran glauben, dann gleich. Aber ich glaube, nach Regen sieht heute nicht aus. Genau. Und jetzt den letzten Meter zum Hotel. Hier schon mal ein erster Blick auf den Superradfußweg in die Innenstadt. Und hinten dann auch Peters Wabbel, also in der Innenstadt die Burg mit dem Drachen. Aber wir müssen jetzt noch ein Stück in die andere Richtung. Und müssen mal eben gucken. Das ist mal das Problem hier mit dem Navi. Was will der Künstler uns damit sagen? Doch, hier rechts runter. Irgendwie enden unsere Radeltage ja immer irgendwie so. Ne? Letzte Woche noch mal irgendwo durchs Kornfeld gefahren, in Mettmann. Und jetzt hier über diese Flutungswiese wahrscheinlich. Und hier links kommt gleich das Stadion von Krakau ins Bild. Unser Hotel ist ziemlich in der Nähe. Aber hier spielt ja keiner. Ist ja EM. Spielen ja alle in Deutschland. Vor einer guten Stunde haben wir uns unterhalten. Da hat der Peter gesagt, kein Hotel kann schlimmer sein als ein Campingplatz. Wir werden es gleich sehen. Ich beurteile das nicht nach dem Außenschein. Meint er mit Fahrrad unterbringen hier an die Stange? Ich weiß gar nicht, was das Hobo hier hat. Ey. So ein schickes Hotel, habe ich mal erlebt, hat noch nicht gesehen, ey, von außen. In Spanien habe ich eins gelernt, liebe Leute. Beurteile ein Hotel niemals von außen. Das darfst du niemals machen. Immer erst nach innen gucken. In Spanien sind die auch von außen, das ist auch Junge, baufällig, ne? Von innen, deswegen erstmal rein. Ja, die Gepäckecke füllt sich. Mal gucken, ob die Schiebehilfe funktioniert. Er will die Taschen einfach nicht abnehmen. In der Deutschen Bahn hat er sich den Sattel abgerissen letzten Sonntag. Ich bin faul. Motor aufgeschlagen, allerdings. Und jetzt haut er sich die Bandscheiben kaputt, damit er auch sicher krankgeschrieben werden muss nach diesem Urlaub. Ich bin einfach nur faul. Ja. Ich weiß gar nicht, was da hat. Ist doch voll top hier, ey. Hallo? Ein richtiger Luxus. Mal richtig Luxus hier. Top. Ich weiß gar nicht, was der Kollege hier hat. Guck dir mal das Zimmer hier an. 1A. Bisschen nass geschwitzt vom Schleppen, aber... Und wir müssen ja auch wirklich dazu sagen, jeder nur 21 Euro pro Person, also 240 ja. Euro. Ja. Und das in Krakau, also ne, wo alles ja. hier 200 und sonst kostet. Ja. Der Campingplatz schon teurer ist. 5. Etage, guck mal, saubere Betten. Wir haben Steckdosen ohne Ende, Wasserkocher. Hör mal, ein Gläser. Ein Fernseher. Ey, Junge, hier, über Steckdosen. Keine ARD läuft, oder? Hier, weiß ich nicht. Ein Fernseher haben wir hier. Auch die Polen übertragen wird auch hier. Und Leute, und wir haben hier ein Bad. Und auch nicht schlecht. Mit einer Dusche. Sauber. Du. Das ist die Hauptsache. Aber was willst du mehr? In Krakau. 42 Euro. Guck hier, meine Haare, ich bin nass geschwitzt, ey. Boah, ey. War das ein Kampf, die Räder da runter zu schleppen. Räder stehen unten in so einer Tiefgarage, da geht kein Mensch rein, an so einen Abstellraum. Alarmanlage an, alles an, Akkus raus, die sind hier oben, die laden wir hier oben. Ja, aber ansonsten, ey,
Du, ganz ehrlich. Und man darf nicht vergessen, eigentlich könnten auch vier Leute hier schlafen. Ne? Also eigentlich wäre das für jeden ein 10 haben, wenn du so siehst. Wovon das sehen? Also, ich weiß ja nicht, was ihr machen würdet. Ne? Könnt ihr was Probo mal in die Kommentare schreiben. Ne? Also, würdet ihr dafür noch auf den Campingplatz gehen? Also, ich nicht. Nee, also wir haben ein richtiges Bett, wir haben eine eigene Toilette, Badezimmer. Ich habe das Badezimmer noch gar nicht gesehen. Ja, wir haben eine Dusche. Also, dafür nicht. Das ist ja Paradies. Ja, paradiesische Zustände. Das ist ja besser als jede Bushaltestelle. Ja, das auf jeden Fall. Na ja, komm mal, jetzt mal ernsthaft, für 42 Euro Stadtnähe hier sind nah dran. Und sag mal ehrlich, das sieht besser aus wie von innen, besser wie von außen, oder? Außen sah es aus so, ja. Interessant. Deswegen. Aber wie gesagt, 42 Euro ist ja, wenn man guckt, was, wenn ich sonst mit Andrea unterwegs bin, Göttingen und so, B&B-Hotel, bin ich immer ein Huni los. Ja. Für eine Übernachtung. Ne? Ja. 100 Euro ist dann nichts. Ja. Wäre schon 120, 130, 140. Ja. Teilweise 200 sogar. Ja, Ahrtal. Ja. Hat 100, auch 100 Euro. Euro pro Übernachtung für Doppelzimmer. Ja. 100 für unsere Frauen, ne? Ja, für unsere Frauen. Ja. Und von daher 42 Euro. Geschenkt. Geschenkt, Krakau. So. Jetzt erstmal ein bisschen auspacken, Klamotten laden und dann. Jetzt mal ein bisschen schön trinken. Genau. Das schneiden wir natürlich raus. Ne? Wo ist Pivo? Wir melden uns gleich nochmal. Ja, Freunde, wir wollen das Video natürlich nicht zu Ende gehen lassen, ohne noch den Tag mal eben zusammenzufassen, ein kleines Resümee zu ziehen. Das ist dir, glaube ich, heute Morgen nicht leicht gefallen, ne? Dich zu verabschieden von VTEC, 15 Jahre nicht gesehen. Ja, war schon schwierig, ne? Also ich. Mach schon was mit einem, ne? Ja, es ist selbst mir nicht leicht gefallen, weil ich kannte die Leute gar nicht, aber immer so herzlich aufgenommen worden. Agatha, Jengune, Jengue, versteht ja auch Deutsch, guckt das Video bestimmt auch. Das war wirklich wunderschön, der Abend gestern auch, wäre gerne länger geblieben. Das passt einfach nur nicht in unseren Zeitplan. Ne? Das ist ja immer so, ihr fahrt jetzt irgendwo hin, jetzt sind wir in Krakau, jetzt sind jetzt im Hotel hier. Hotel ist billiger als Campingplatz. Dann nehmen wir natürlich das Hotel, jeder zahlt 21 Euro. Und Campingplatz hätten wir jeder 22,50 bezahlt mit Strom. Stellt sich die Frage ja eigentlich gar nicht, ne? Ja. Und du sparst ja fast eine Stunde, sparst du dir morgens, ja. Also abends auch, ne? Aufbau, Abbau, dann Zelt trocknen oder eventuell nass von unten sowieso, also wird nicht nass, aber die Bodenplane, Bodendecke ist schon nass manchmal, ne? Ja. Das ist schon okay jetzt im Hotel, wir konnten auch Fußball gucken. Ja. Deutschland Achtelfinale, ihr wisst schon, wie die EM zu Ende gegangen ist, wir halt noch nicht. Und morgen früh machen wir sehr früh. Es ist ja ohne Frühstück für den Preis. Ein bisschen Sightseeing noch in Krakau, aber echt nur mit dem Rad durchradeln. Wir sind beide nicht die Typen, die sagen, oh, ich muss jetzt hier ins Schloss reingehen. Wir waren ja auch in Wien, als wir Montag hier angekommen sind, ja, mit dem Zug und haben dann da auch nichts angeguckt irgendwie, wo manche Leute sagen, ihr seid in Wien und guckt nicht dies, guckt nicht das. Da sind wir nicht die Typen für. Wir wollen Fahrrad fahren, das machen wir auch. Den ganzen Tag heute in der Sonne, das war wirklich anstrengend, auch wenn wir E-Bike fahren. Ja. Immer die Sonne auf dem Kopf und morgen sind 35 Grad gemeldet, wird nicht weniger anstrengend. Und morgen auch wieder Special Übernachtungsspot, das seht ihr im nächsten Video. Der Peter erklärt dann was dazu, der Piotrek, was da abgeht, finde ich auch wirklich sehr interessant. Bin ich sehr gespannt, diesen Menschen kennenzulernen. Und da freue ich mich schon. Das Schöne ist ja auch, wir sind Krakau heute angekommen und morgen früh haben wir gesagt, weißt du was, starten wir ganz früh, weil die Touristen sind nicht da. Wenn wir um 7 Uhr irgendwo auf dem Krakauer Markt sind oder auf dem Wabbel oder so, bei den Drachen sozusagen, Drachen, gibt es ja auch eine Drachenhöhle und so, da sind wir ja alleine. Da sind wir, ist ja keine Menschenseele da. Da haben wir schon Licht, da ist schon hell und da wird schöne Aufnahmen. Ja, gibt schöne Aufnahmen, die wir euch zeigen können, genau. Und für uns auch dann problemlos da mit dem Rad durchzufahren. Es ist immer einfacher, wenn da keiner läuft. Das ist einfach so. Ne? Ja. Und uns reicht das auch. Also von daher ist es ja unser Urlaub. Wir wollen eine schöne Zeit haben. Wir freuen uns auch, wenn euch das gefällt, was wir hier präsentieren, was wir zeigen. Aber das ist halt real life. Also wir machen das nicht, ja, damit es schöne Aufnahmen gibt, gehen wir jetzt noch hier rein. Also nee, wir machen das so, wir sind so, wie wir sind. Ne? Ja. Und man mag uns halt oder man mag uns. So ist das, ne? In dem Sinne sagen wir jetzt hier Narazie, tschüss aus Krakau, bis morgen dann, also beziehungsweise bis zum nächsten Teil auf Peters Kanal bei Black Max. Alles klar. Tschüss. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.